Heute möchte ich euch mal einen ganz besonderen Auflauf vorstellen. Er ist nicht nur super lecker, sondern was ihn so besonders macht, den Bratkartoffelauflauf mit Ragout à la Bolognese, werdet ihr gleich in der Zutatenliste sehen. 7 von 9 Zutaten sind selbst gemacht und selbst eingekocht. Wie ich dieses leckere Familiengericht gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wie gerade eben schon gesagt, 7 von 9 Zutaten sind selbst gemacht und selbst eingekocht. Und jetzt könnt ihr erahnen, warum ich so viel selbst mache und auch selbst einkoche. Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch. Ihr könnt sie natürlich wie immer alle unter diesem Video nachlesen. Und natürlich auch wieder mit allen Links zu den selbst eingemachten, eingelegten und eingekochten Zutaten. Und weil die meisten Zutaten schon fertig sind, geht dieser Auflauf auch wunderbar schnell. Die 2 Zwiebeln werden einfach in Streifen geschnitten, die Kartoffeln abgeschüttet und nochmal etwas kleiner geschnitten. In einer heißen Pfanne wird dann 1 Esslöffel Butterschmalz und 2 Esslöffel Kräuterbutter zerlassen. Ihr seht hier, dass ich ein Stück von der Kräuterbutter abschneide, das sind aber ungefähr 2 Esslöffel. Und wenn das Fett heiß ist, kommen die Kartoffeln dazu. Und jetzt die kurze Erklärung, warum ich einen Bratkartoffelauflauf und keinen Kartoffelauflauf mache. Durch das Braten der Kartoffeln erhalten sie eine schöne knackige Kruste und wätscheln und weichen nicht so schnell in dem Auflauf auf. Zu wenig gequatscht, Video zu lang, dann lauscht einfach noch der Musik. Nach einer Weile kommen die Zwiebeln dazu, werden mit angebraten und dann werden die Bratkartoffeln einschließlich der Zwiebeln in einer Auflaufform gegeben. Auch schon ganz schnell. Alle anderen Zutaten werden jetzt nach und nach in die Auflaufform gegeben, alles gut verrührt, zum Schluss Käse oben drüber und dann ab in den Ofen. Hier darf der Auflauf bei 170 Grad Umluft für 30 Minuten vor sich hin backen. Und dann sieht er am Schluss so aus. Dieser Auflauf ist für ca. 6 bis 8 Personen geeignet. Und dann kann angerichtet werden. Übrigens, selbst die Petersilie ist aus eigenem Kräuterbeet. Und was ich sonst noch so alles selbst einkoche, einlege und einmache, das könnt ihr euch mal in dieser Playlist hier oben anschauen. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.